Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Leben und heute mit der fulminanten Fortsetzung des Falles Spielemeister. Denn wir haben uns gestern mit Herrn Doggy getroffen, der uns vermeintlich die Identität des Spielemeisters preisgeben wollte. Dabei hat er jedoch nicht damit gerechnet, dass ich seine Vermutungen widerlegen konnte. Dadurch, dass ich tatsächlich beim Durchsichten meiner Aufnahmen sehen konnte, dass weder Herr Pallo, weder Herr Selbstgespräch, noch Herr Cookie, der hier unsichtbar ja am Fenster stand, mir das Buch gegeben hat, sondern eine ganz, ganz andere Person. Und ich zeige euch mal diesen Ausschnitt, den ich leider erst zu spät aufgenommen habe, weil meine Future Cam leider ein bisschen rumgesponnen hat. Aber wenn wir uns das Material einmal ansehen, dann sehen wir noch eine weitere, vierte Person im Raum. Und das war Herr Nexotech. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist mir das denn nicht vorher aufgefallen? Und vor allem, desto mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mir die Frage gestellt, Moment mal, was hat... Oh Gott! Was hat der überhaupt hier gemacht? Wo kommt er denn jetzt her? Ein Anschlag! Dementsprechend ist es natürlich absolut naheliegend, dass wir hier einmal kurz gucken, ob es hier noch weitere böse Halunken gibt. Wo kam der denn her? Wo kam der her? Vermutlich... Hallo? Dementsprechend müssen wir jetzt einmal das Gespräch mit Herrn Nexo aufsuchen. Vorher wollte ich aber noch kurz was anderes sagen und zwar vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Einrichtungsideen. Ich habe hier richtig, richtig tolle Videos von euch bekommen. Das hier musste ich leider vorher erst einmal zumauern, weil dahinter etwas anderes entsteht. Aber auch der Briefkasten bzw. die FutureCam Zeitungsausgabe, da habe ich ganz, ganz super viele Videos von euch bekommen, wie man das Ganze realisieren könnte. Und Leute, ich bin absolut fasziniert davon, wie viele von euch sich da hingesetzt haben. Und vielen, vielen Dank auch an den lieben Kev, der in den Kommentaren seine Hilfe angeboten hat und gesagt hat, Bergi, das ist mein Job, ich bin hier der Techniker auf dem Lebensserver, lass mich dir bitte helfen. Und ich glaube, ich werde mir einen Entwurf von euch schnappen und ihm den dann quasi als Job vermitteln, dass er das Ding bauen kann. So machen wir alle irgendwie glücklich und dafür natürlich vielen Dank. Jetzt zurück zum Spielemeister. Herr Selbstgespräch ist gerade auf den Server gejoint. Wir stürzen uns jetzt aber mal auf Herrn Nexotech und ich hoffe, er ist gerade zu Hause. Fakt ist, dass wir davon ausgehen können, dass er mir das Buch gegeben hat. Ich habe eben auch nicht hundertprozentig auf der Aufnahme, dass er mir das Buch gegeben hat, aber es ist am naheliegendsten, weil warum sonst war er da? Hallo? Hallo? Wo können wir geheim sprechen? Haben wir irgendwo die Möglichkeit? Ach komm, setzen Sie einfach hier hin. Einfach da offen. Oh ja, natürlich, klar. Mit dem Rücken zu Saphirian, das finde ich gut. Ah, Herr Nexotech. Worum geht's denn? Wir haben uns ja noch nicht oft getroffen hier. Dementsprechend muss ich Ihnen sagen, dass ich etwas verwundert war. Sind Sie vertraut mit dem mysteriösen Fall des Spielemeisters? Also ich bin auf jeden Fall im Bilde. Ich weiß, was da abgeht. Mhm. Dann können Sie mir vielleicht auch beantworten, warum es augenscheinlich auf Videoaufnahmen von mir so ausschaut, als hätten Sie mir ein Buch des Spielemeisters gegeben. Das ist wahr. Hören Sie, Herr Bergmann, mir wurde verboten, darüber zu reden, aber ich werde Ihnen alles erzählen. Aber was Sie mir versprechen müssen, ja, das muss unter uns bleiben. Ja. Können Sie mir das versprechen? Natürlich, klar. Okay. Das ist schon eine Weile her. Da kam ich ganz normal auf den Server und dann entdeckte ich ein Dokument im Briefkasten, das war vom Spielemeister. Und dort stand drin, ich soll Frau Histories, Palukos und Ihnen das besagte Buch übergeben. Und anschließend sollte ich das Dokument vernichten und mich diskret verhalten und nie wieder darüber reden. Und wie hat der Spielemeister Kontakt mit Ihnen aufgenommen? Im Briefkasten lag ein Dokument von ihm. Mehr weiß ich von ihm nicht. Okay. Aha. Und das haben Sie einfach so gemacht, ohne Bezahlung, einfach... Warum haben Sie das denn gemacht? Warum sind Sie nicht zur Miliz gegangen und haben sich bei Verzögerung gemeldet? Der Spielemeister hat ein Geheimnis von mir rausgefunden, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit darf. Okay. Das darf ich auch Ihnen nicht offenbaren. Er kann mich damit sozusagen erpressen. Okay. Und deswegen werde ich seinen Befehlen auch gehorchen. Okay. Und das Geheimnis ist, dass Sie der Spielemeister sind? Nein. Okay, gut. Und wann haben Sie das letzte Mal was von ihm gehört? Danach gar nicht mehr? Danach habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Okay. Ich habe nicht im geringsten die Ahnung, wer das sein kann. Und das soll ich Ihnen glauben? Wir werden beobachtet. Von wem? Von Paluten. Warum, ist die Frage. Weil wir Kürbiskuchen essen?
Wir werden beschossen. Ja, aber von wem? Das passiert die ganze Zeit schon hier. Herr Gespräch. Hinterm Baum. Lass uns mal schauen. Nein, da ist doch Herr Saphirian. Herr Gespräch auch. Herr Saphirian? Ja? Was ist hier los? Nichts, was soll los sein? Wir sind nur ein bisschen unterwegs spazieren. Und warum haben Sie mich gerade mit dem Pfeil beschossen? Ich habe Sie nicht mit dem Pfeil beschossen. Sondern? Nur den Hühnerstall. Saphirian. Ja? Unter uns Betschwestern. Ja? Was spielst du für ein Spiel? Gar keines. Was machst du denn hier gerade aktuell? Einfach nur einen kleinen Rundgang, oder? Ja, und dann verlege ich weiterhin meinen Fußboden. Mhm. Wollen wir uns mal angucken, was du so gebaut hast in den letzten 4 Wochen? Ja, können wir definitiv machen. Kommen Sie mal mit. So, hier unten geht's dann die Wendeltreppe entlang. Also, wie Sie sehen können, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Mhm. Und wo ist jetzt der versteckte Schalter für den Prüfungsraum? Ist irgendwas? Nein. Sie sehen sehr misstrauisch aus. Nein, kann man nicht einfach, können nicht 3 Freunde einfach mal in so einem engen Gang stehen und schweigen? Nein, das können wir nicht.